Hallo zusammen. Bei mir war das Thema, wie lädt eine Batterie, wenn ich die direkt parallel schalte im Auto drin. Da habe ich einen Test gemacht. Ich habe so eine Batterie genommen, die leer war, also auf 1% entladen, und ging damit bei uns in einen Bus. Wir schauen jetzt das aus der Nähe an. Das hier ist unser Bus, ein relativ neuer Iveco mit einem Euro 6 Motor. Und ich habe hier hinten fahren wir Container. Ja, hier haben wir Winden, um diese Container anzuheben. Und diese werden betrieben über eine Batterie. Mit dieser kleinen Batterie, das ist eine 55 Amperestunden Batterie. Die ist hier hinten angehängt über ein 10 Quadrat Kabel auf die erste Batterie. Nur eine Sicherung dazwischen. Also ohne irgendwelche Hexereien. Und hier stecken wir dann diese Winden an. Und dann können wir die Container anheben. Da mache ich euch ein Video in der Endcard. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Die Lithium-Batterie habe ich hier angeschlossen. Habe das App geladen und habe das vorne im Auto. Über Bluetooth sehe ich, was kommt. Ich bin losgefahren mit der Batterie. Von hier nach Horgen, das ist circa 3/4 Stunden. Zurück hatte ich 1,5 Stunden, weil dann schon wieder Feierabendverkehr war. Ich konnte die Batterie bis nach Horgen um 16% laden. Zuerst ging es mit 60 Ampere Spitzenlast, hat es geladen. Und nachher ging die Spannung zurück von der Lichtmaschine auf 12,8 Volt. Da ich ja dann von hier kein Trennrelle, kein Ladebooster, nichts dazwischen habe, hat es die Batterie, als ich da rund eine Stunde stand, wieder entladen. Und zwar auf 12%. Ich bin wieder 1,5 Stunden zurückgefahren und hier bei der Ankunft, also nach 2,5 Stunden Fahrzeit, war die Batterie nur 13% geladen. Also das heißt, in diesen 2,5 Stunden, die ich gefahren bin, konnte ich diese Batterie mit 10, von mir aus 15 Ampere laden. Das ist, weil der Iveco ein Euro 6 Motor hat und der regelt dann mit der Spannung rauf und runter. Auch wenn ich dazwischen eine Trennrolle hätte ich diese Batterie nicht mehr laden können. Am Anfang ging es hoch bis Spitze 60 Ampere und dann ging es wieder zurück. Und dann war sogar ein Entladen mit bis zu minus 27 Ampere aus dieser Batterie, hat man ja auf dem App schön gesehen, raus, wieder rein, aber mehr als, wahrscheinlich hätte ich noch 10 Stunden fahren können und die Batterie wäre immer noch leer gewesen. Also, das heißt, bei allen Motoren, Euro 6, die so eine Spannungsregulierung haben, muss ich einen Ladebooster dazwischen hängen. Ob ich dann einen 8 Ampere nehme, wie bei dem Film, den ich hier verlinke, oder einen rechten, mich würde interessieren, was ihr meint zu der, wie groß, wie stark muss ein Ladebooster sein, dass ich diese Batterie laden kann. Hier verlinke ich euch, wie wir Container auf- und abladen, und hier das Video vom Kunden, der richtig scheißen Ladebooster drin hat. Nicht der Ladebooster war scheiße, muss ich mich korrigieren, der Ladebooster ist gut, aber der, der es ausgelegt hat, sollte man teeren und federn. Ich wünsche euch einen schönen Tag.